So, hallo, wir machen weiter. Bei. Warum ist das hier nicht? Warum ist jetzt hier oben nicht? Ich wollte jetzt hier schön. Warum ist denn das da nicht automatisch? Muss ich das so öffnen und. Ah! Ja, okay. Ich muss es einmal in ZM. Verstehe. Ich habe es nämlich bisher immer über die Datei selber geöffnet. Und das war nicht so richtig. So, ich habe immer hier falsch gelesen. Da steht gar nicht Pandemonium, sondern da steht Pandamonium. Vielen Dank an. Ich glaube, HF hat es geschrieben. Der hat einen sehr langen Kommentar unter dem letzten Video geschrieben. Ich habe den auch mal angepinnt. Ich fand den sehr lesenswert. Lange Kommentare immer schön. Vor allem, wenn YouTube sie durchlässt. Es ist ja mittlerweile oft zumindest, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, aber bei mir passiert es öfter, dass ich Kommentare schreibe unter irgendwelchen Videos und dann sind die einfach weg. Und nicht, weil es oh, Bruder. Nicht, weil es der Kanalinhaber löscht oder so, ne? Sondern weil aus irgendeinem Grund irgendein Algorithmus da anspringt und das als Spam erkennt und dann tauchen die einfach nicht mehr auf. Das ist manchmal ganz komisch. Also das passiert so in den letzten Wochen, Monaten häufiger als früher. Weil ich dann nämlich, ich merke es dadurch, dass ich, okay, ich kann nicht gleichzeitig reden und spielen. Ich merke es dadurch, dass ich halt Benachrichtigungen bekomme zu Kommentaren, bei denen ich geantwortet habe, aber mein eigener Kommentar wird dort einfach gar nicht mehr angezeigt. So, ne? Also ich bekomme dann Benachrichtigungen, dass halt da ein neuer Kommentar gepostet wurde in diesem Gespräch, aber mein Kommentar ist gar nicht mehr da. Das ist immer so, denke ich mir so, ja, cool. Dann brauche ich auch nicht lesen, was jetzt jemand anders geschrieben hat, wenn es gar nicht mich betrifft. So, kann ich hier rein? Nein. Dann habe ich jetzt Mist gebaut. Habe ich nicht. Sehr gut. Saved. Oh, okay, da muss ich aber richtig schnell sein. Da muss ich aber richtig schnell sein. Ja, und der Hinweis war natürlich auch gut, dass ich ja einfach am Computer selber den Ton leise stellen kann und die Aufnahme dadurch aber nicht. Junge! Und die Aufnahme dadurch aber nicht gefährdet wird. So. Wir werden doch jetzt hier einmal durchkommen. Ah ja, und dass natürlich die Piranha-Pflanzen ja auch in den Röhren verschwinden, in Anführungszeichen. Während das andere Items ja auch sozusagen nicht tun. Also da hätte man ja mal auch drauf kommen können, dass das vielleicht ein Zusammenhang ist zu Dingens. So, jetzt muss ich aber hier. Wie mache ich denn da? Ich muss auf der 1 bleiben. Also ich muss auf dem unteren bleiben. Ich glaube, so muss ich das machen. Junge, das Level ist schwierig. So, weg mit euch. Okay. Glaubt das. Also, ich weiß nicht, wie lange meine Geduld hält. Aber das könnte ein Level sein, bei dem ich jetzt mal Save States benutzen werde. Wir werden sehen. Es kommt halt drauf an, wie viel Quatsch ich noch mache. Boah, okay, da muss ich echt schnell sein. Holy moly. Also das ist jetzt wirklich keine einfache Stelle. Also, das ist jetzt nicht so, dass ich mich einfach anstelle. Ich finde, die Stelle ist jetzt wirklich nicht so einfach. Das ist keine Kritik. Ist einfach nur ich will einfach nur sagen, ich finde die Stelle nicht sehr einfach. Was ja okay ist. So, jetzt. Oh mein Gott. Wenn man das nicht weiß, wie diese Stelle gedacht ist, verhaut man die erst ein paar Mal. Ich habe denn das Gefühl, das Level ist voll von solchen Stellen, wo du einfach nicht weißt, wie es gedacht ist. Ich hätte gern langsam ein Power. Dankeschön. Ein Power-Up. Okay, also wir werden wahrscheinlich noch mehrmals den Anfang sehen. Könnte ich mir gut vorstellen. Zum Beispiel sowas wusste ich halt auch nicht, aber den habe ich gemeistert, den Typen. So. Du kannst mich mal.
Ja, also das Level existiert, also das Level besteht richtig aus ganz viel, du weißt nicht, was kommt. Stirb. Momenten. Okay, wir nehmen die Shell mal mit, also als Schutz. Ja. Haha, du weißt auch nicht, was kommt. Ups. So. Kann ich da rein? Nein. Aber wir haben halt immer noch bisher nur eine Confi-Coin. Das habe ich jetzt eigentlich deswegen gesagt, weil das letzte Mal hat das funktioniert. Immer wenn ich mich beschwert habe, dann kam eine Confi-Coin. Aber jetzt... Ha! Funktioniert das nicht und es funktioniert doch. Sehr schön. Nummer 2. Hoffentlich auch wirklich. Und offiziell wäre die ja nicht mal gespeichert, wenn ich nicht mir selber diese Regel gesetzt hätte, dass ich... Ha! Perfekt. Dass ich bei dem hier jetzt ein Safe-Set setzen darf. Weil offiziell, wenn ich jetzt sterben würde, wären ja die Confi-Coins weg. Und man muss die ja am Stück sammeln, ohne auch einmal... Also ohne... Ohne halt zu sterben. Oh, das ist die 3. Sehr gut. Oh, eine Feder gibt es jetzt hier. Auch sehr gut. Bin ich jetzt aber mal gespannt, weil dieses Level scrollt ja nach oben, ne? Ach, geh halt jetzt mal weg. Das heißt, man müsste jetzt ja hier theoretisch... Ah, nee, ist so hoch. Oh, wollte ich gar nicht. Aber so hoch scrollt es gar nicht. Ich dachte, ich kann jetzt hier sozusagen... Also ich meine, ich könnte hier überfliegen. Aber das will ich jetzt natürlich auch nicht. So, aber die Feder ist natürlich schon eine große Hilfe. Die Röhre musste ich testen. Und es war nicht mal was dran. Okay. 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 Sehr gut. Das ist dann Nummer 4. Und mit ein bisschen Glück kommt auch noch Nummer 5. Und wir haben nichts verpasst. Das wäre sehr schön. Aber seit wir die Feder haben, ist das Level deutlich angenehmer, ne? Shit. Okay, wo habe ich was verpasst? Ist jetzt halt... Nee, hier scheinbar nicht. Oh, nee. Ja, hier war die... Ja, dann war hier wahrscheinlich die 5. Ah, jetzt weiß ich halt wieder nicht. Jetzt, wenn ich halt wüsste, ob hier was war, ne? Ich meine, wir waren jetzt ja am Ende, ne? Deswegen gucke ich jetzt mit States hier ein bisschen durch. Kann ich hier runter? Wäre auch sehr komisch. Ja, hier kann ich ja auch nirgendwo rein, ne? Nee. Ah. Aber ich denke mal, dass das die letzte ist, weil hier ist ja nichts mehr. Ja, Mist. Müssen wir nochmal rein. Aber jetzt mit States durchspielen. Jetzt mit States durchspielen. Wir haben es dann tatsächlich ohne States geschafft, das Level an sich. Das ist schon mal ganz gut. Aber irgendwo... Ich glaub aber nicht, dass da was in der Luft war. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Hier auch nicht. Nee, das wäre ganz komisch. Nee. So, hier ist irgendwo die Plattform. Genau. Ja, also die erste wird schon die erste auch gewesen sein. Ja, hier ist auch nichts anderes. Da kam ich auch nicht rein. Das haben wir auch kontrolliert. Dann war hier die erste, genau. So, und jetzt kam ganz lange keine mehr, bis ich mich beschwert habe. Und dann habe ich hier bestimmt irgendwo eine verpasst.
Irgendwo habe ich hier bestimmt eine verpasst. Aber wo? Ich meine, mich hat schon irritiert, dass man hier so von unten nach oben kann. Wir werden jetzt mal was ausprobieren. Aber das wäre halt ein sehr... Oh. Ja, okay. Ja, mich hat es irritiert, dass man hier hoch kann. Aber ich dachte dann so, wo hätte ich denn da runter gekonnt? Aber ja, da drüben. Okay, ja, das heißt jetzt aber, wir haben alles gesehen. Jetzt geht es dann wirklich ganz schnell durch. Und das Schöne ist jetzt ja aber, wir wissen ja schon, dass wir hier fliegen können gleich. Mit anderen Worten. Ich kann gleich einfach den ganzen Rest überfliegen. Wir haben ja alles. Ah, nee, ich kann es nicht überfliegen. Ich muss ja nochmal die Coins sammeln. Weise. Aber wir wissen, wo sie sind. Wir wissen, wo sie sind. Jetzt kommt hier nämlich gleich die... Ja, doch. Ich kann trotzdem überfliegen. Ich kann es trotzdem überfliegen. Weil hier ist die... Hier ist der Midway. Da unten ist die... Aua, das ist nicht so gut. Ich will die Feder. Da unten ist die 4. Da unten ist die 4. Das war nicht die 4. So, jetzt haben wir es. Und da ist die Feder. Und mit der Feder kann ich dann überfliegen. Sehr schön. Denn die letzte Coin ist ja dann am Ende. Oh, das ist jetzt vielleicht nicht so gut. Ja, das ist vielleicht nicht die beste Idee gewesen. Mann. Aber ich müsste es doch schaffen, da reinzukommen. Ja, so nicht. Ja, jetzt müsste man diese Tricks noch können mit dem Fliegen. Ja. Ja, es geht doch. Sehr schön. Ach, Mann. Okay, so, jetzt haben wir's. Jetzt haben wir alles. Das Level haben wir ja eigentlich eh schon abgeschlossen. Wenn ich jetzt das Level verlasse, müsste es aber passen, oder? Ja, jetzt wird's gespeichert. Okay, sehr gut. Gut, Shroomy Gloom. Das klingt nach irgendwas mit Pilzen. Shrooms. Shrooms sind doch Pilze, oder? Ja, das sind Pilze. Okay. Da ist der Typ mit den Felsbrocken. Und eine neue Feder gibt's. Das ist doch schon mal sehr schön. Ups. So. Okay, da ist schon mal die erste Confi-Coin. Subi. So. Das nehmen wir mit. Wenn ich noch überhaupt keine Ahnung habe, wofür. Ah, hierfür. Wobei ich das dann ja auch mit dem Kollegen... Nee, hätte ich nicht. Okay, passt schon. Oh. Puh. Okay, also ich muss hier rein. Jo, das könnte man sich kaputt machen, na? Ich hab's ja mit meinen Stellen, wo man sich Sachen... Ne? Aber ich meine, jetzt habe ich die Wolke gelöscht. Ach nee, jetzt habe ich es mir nur schwieriger gemacht. Ich kann ja immer noch... Ich kann ja immer noch so in die Röhre. Da hätte man... Man hätte sogar die Wolke weglassen müssen. Hä? Warum war da ein Block? Warum war hier ein Block? Interesting. Was wollte ich sagen? Man hätte sich ja sogar die... Man hätte die Wolke weglassen können. Und um den Spieler zu zwingen, den Trick zu machen, den ich gerade gemacht habe. Jo, wie? Wie ist denn das jetzt hier gedacht? Okay, wahrscheinlich so. Alter! Oh, das ist jetzt nicht so gut. Jetzt muss ich halt jedes Mal aufpassen, wenn die Schüsse kommen. Puh. Okay, jetzt kommen die Schüsse nicht mehr.
Gerade als ich mich darauf einstellen wollte mental, hört die Stelle auf mit den Schüssen. Wir sind jetzt schon am Level, am Zeitende. Das ist nicht so gut. Aber wir haben auch schon 4 Coins. Vielleicht ist es doch gut. Oh, shit. Das habe ich verduselt. Das habe ich verduselt. Ich hätte nie... Oh, nee, da wäre ein P-Switch drin gewesen. Oh, nee. Ja, komm, da spulen wir kurz zurück. Ja, das ist auch nicht so gut. Aber ich hab sie noch. Oh, die ist so hoch. Jetzt ist sie ganz weg. Jetzt... Mein Gott. Ich schaff's nicht. Ich krieg sie nicht. Ja! Nein! Zumindest die Yoshi-Coin können wir uns noch schnell holen und dann können wir sterben und dann können wir den Rest des Levels nochmal spielen. Oder jetzt kommt ganz schnell das... Oh mein Gott, es kommt einfach noch das Ziel. Lol. Ich hätte nicht gedacht, dass ich da noch ein bisschen ins Ziel komme. Aber okay. Die Rewinds habe ich mir jetzt mal gegönnt. Das ist ja auch nur für euch Zeitsparnis. So, Beach Cave. Okay, weiter geht's. Überlegt die ganze Zeit, ob ich was... Da oben war schon mal eine Confi-Coin. Ob ich irgendwas vergessen habe, was ich noch sage. Ah, da muss ich von oben runter. Das ist jetzt übrigens wieder so ein Level. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Die Musik ist deutlich lauter als die anderen. Also deutlich, deutlich lauter. So, wenn ich jetzt Lust hätte... Sehr gut. Wenn ich jetzt Lust hätte, würde ich es kurz bei mir einfach leiser stellen, aber habe ich nicht. So. Habt ihr da unten kurz den Schwanz von dem Delfin gesehen? Da war ganz kurz der... Müsst ihr jetzt mal nach unten rechts achten. Habt ihr es gesehen? SMB ist so ein tolles Spiel. So, Achtung, unten rechts, zack. Es ist herrlich. Ah, schön. So. Und wieder. Oh, jetzt hat man nicht gesehen, weil ich ihn schon im Bild hatte. Okay, so. Aber alles nicht so wichtig. Und er wirft jetzt hier unten seine Hämmer weiter. Nein? Ah, nee, das macht er nur bei Lava, oder? Macht er nur bei Lava. Da ist mein Power-Up. Aber ich habe das Gefühl, ja, ist da eine Confi... Nein, das ist keine Confi-Coin. Okay. Ich glaube, dann können wir es uns leisten, weiterzugehen. Dann ist das die zweite hier. Okay. So, eine Shelly hier dabei haben ist gar nicht so verkehrt. Weil man dann... Okay, hat jetzt nicht so funktioniert. Ich wollte sagen, weil man dann mit den Urchins hier ganz gut umgehen kann. Aber gut, da war sie ewig. So. Lass mich in Ruhe. Sehr schön. Okay, das Leben können wir uns herholen. Falls ich 30 Münzen... Ich habe nicht 30 Münzen gesammelt. So, ist da unten? Da unten ist auf jeden Fall was. Und ist jetzt natürlich die Frage, ist unten was oder ist hier oben was, ne? Wir gehen erstmal unten längs. Aber das sieht halt aus, als ob es hier weitergeht. Ja, scheiße, hier geht's weiter, ne? Ah, wobei... Okay, es wäre wahrscheinlich... Okay, es macht keinen Unterschied, da ist auch keine Confi-Coin. Okay, gut, gut, gut. Dann ist es egal. Wir gehen einmal runter. Er hat... Ja, okay, hier ist Dings. Ist hier unten eine Confi-Coin? Ja. Nein. Ich darf erst den Safe setzen, wenn ich auch bei Midway angekommen bin. Bruder. Der hätte mir jetzt fast
Der hätte mir jetzt fast mein Dings gekostet. Sehr schön. So, dann haben wir die Hälfte geschafft. Okay, da ist irgendwas drin. Nehme ich mit. Sehr schön. Die Blume ist ja natürlich auch sehr gut. Für Fische und so weiter. Ja, eigentlich nur für Fische. Weil das und so weiter lässt sich durch die Feuerblume leider doch nicht töten. Oh, ich muss... Okay, das hier ist jetzt nur ein Rückweg hier unten. Das ist für, wenn ich es versaue. Nee, wie soll ich denn jetzt da hoch? Ah, nee, ich muss doch darüber. Doch kein Rückweg. Ich komm ja so raus. Aber dann ist hier vielleicht eine Confi-Coin. Nein, auch nicht. Warte. Da hätte ich jetzt zum Beispiel gedanklich eine hingesetzt. Aber dann war da keine. So, tschüss, tschüss, tschüss. Bisher kein weiterer Verschied... Also bisher keine Möglichkeit, andere Wege zu gehen. Jetzt haben wir... Okay, aber jetzt ist auch gleich sofort die Coin hier. Wunderbar. So. Vom Design her ist es wieder ein sehr schönes Level, ne? Das muss man, zugeben. Jetzt werden wir hier ein bisschen zugespammt mit bösen Fischen. Da muss man jetzt sehr langsam sich bewegen. Wenn man hier zu voreilig ist, dann erwischen die einen. Weil ansonsten sind die immer nur um einen rum. Ich würde gern ihm die Shell einfach ins Gesicht schmeißen. Oh, die Fische sind schon wieder weg. Okay. Okay, eine Confi-Coin fehlt mir noch. Stern. Hä? War das nicht der Stern? Hat das nicht so geleuchtet wie ein Stern? Nicht doof? Da ist sie. Okay, aber auf jeden Fall ist die Coin hier. Da kommen wir easy ran. Da kommen wir ganz easy ran. So, und dann wieder hier easy raus. Und dann kommt das Ziel. Sehr schön. Wunderbar. So. Wunderbar. Ein Level können wir noch machen. Kurze Kontrolle. Passt. Slippery Stadium. Okay, jetzt wird es so rutschig. Ja. Mit der passenden Eispalette. Ach so, ja, ich hatte... Das hat Herr F. auch geschrieben. Ich habe die Palette angesprochen in dem Schlosslevel. Und dann gar nichts dazu gesagt. Ich fand sie erstmal so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber ich habe mich dann Stück für Stück mehr dran gewöhnt. Also... Tatsächlich eben, weil sie gewöhnungsbedürftig so gewirkt hat. Aber es, was mich vor allem bei der Palette irritiert hat, war immer dann, wenn Sachen dazugekommen sind, die normale Palette hatten. Ich glaube, die Koopas waren relativ grün dort und das hat irgendwie nicht so ganz zu dem lila-rosa-Dingens gepasst. Ich glaube, das war was ich anmerken wollte. Aber, ja... Viel mehr war es eigentlich auch nicht, was mich zur Palette sagen wollte. Ach, Bruder. Das ist kein schöner Anfang, wenn man kein Power-Up hat. Vor allem, man kriegt auch erstmal keins, ne? Ich meine, ja, man könnte natürlich jetzt den Weg gehen, wie ihn halt jeder gehen würde, und sich ein Power-Up holen. Und woanders... Ach, komm schon. Und woanders. Und dann damit hier ins Level reingehen. Aber das macht ein fauler Spieler halt nicht. Oh, ich könnte aber natürlich den Kollegen hier nehmen. Und den Kollegen... Ja, oder auch nicht. Ja. Ich könnte es halt auch einfach nicht. So. Jetzt einfach ein bisschen vorsichtiger spielen. Dann ist doch auch alles cool. So, die Shell behalten wir jetzt. Ich habe es mir anders überlegt, wir behalten die Shell nicht. Da. Okay, 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 okay. So, den machen wir erstmal weg. Den
denn der wird mir sonst gleich ganz gefährlich. So. Oh, eine Fledermaus. Und hier ist jetzt... Bruder! So, hier ist jetzt mein Power-Up. Sehr schön. Das haben wir gesucht. Aber bisher keine ein... Ach doch, wir haben eine Config-Coin. Ja, gleich hier am Anfang. Gleich hier am Anfang haben wir ja, ne? Okay, und wir gehen in eine Höhle? Ins Stadium? Man weiß es nicht. Oh, Bruder. Oh, darf ich das zurückspulen? Das war dumm. Weil ich kann einfach da drauf bleiben. Ich habe gedacht, ich muss da drüber springen und ich muss nicht da drüber springen. Deswegen erlaube ich mir, den mal zurückzuspulen. Ich werde noch oft genug sterben, wir werden das noch oft genug sehen. Wie komme ich daran? What? 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 Das... Hä? Die Dinger sammeln doch keine Yoshi. Ja, eben. Wir sind ja nicht bei Mario Maker. Muss ich? Ah. Natürlich. Da erlaube ich mir auch mal kurz ein Rewind. Das war zum Herausfinden, wie es geht. Geht schon wieder los mit den Ausreden, ne? Ich weiß. So, aber ich meine jetzt Real Talk. Würdet ihr an der Stelle jetzt einfach nochmal den ganzen Anfang von dem Level sehen wollen, nur weil ich nicht gestorben bin, sondern einfach nur verpeilt habe, wie man an dieses Ding rankommt? Ich nicht. Also als Zuschauer hätte ich jetzt auch, wäre es mir lieber gewesen, das einfach nicht nochmal zu sehen. Aber wenn ich sterbe, dann akzeptiere ich das. Ja, dann akzeptiere ich das natürlich. So. Muss ich auch zu meinem Wort stehen. Okay, wir kommen hier nicht dran. Jetzt kommen wir wieder hier ran. Bruder. Bruder! Ich sehe mich in dem Level gleich Game Over gehen übrigens. Wir kriegen hier nämlich kaum Leben durch das Spielen des Levels. Aber wir verlieren Leben durch das Spielen des Levels. Und das nicht wenig. So. Das war fast ein bisschen kritisch. Aber alles gut. Ich meine, jetzt bin ich auch ein bisschen schneller am Spielen, weil jetzt weiß ich ja grob, was hier alles kommt. Aber ja. So, und jetzt wissen wir, dass ich nicht springen muss. Auch wenn der Eindruck so war am Anfang. Ja, ja. Habe ich die jetzt beide... Nein, Gott sei Dank. Okay, die grüne Shelly ist ungünstig. So, jetzt aber. Komm her. Ja, also wie gesagt, hierfür werde ich rewinden. Für Confi-Coins und so. Denn die würde ich ja, wenn ich normal das durchspielen würde, nicht unbedingt benötigen. Also deswegen, wenn ich schon Confi-Coins sammle, dann erlaube ich mir dafür, die Rewind-Fähigkeit zu nutzen. Haha, Bruder! Okay, das ist jetzt gar nicht so gut. Ich muss jetzt dafür sorgen, dass die graue Plattform wieder auftaucht. Ja, scheiße. Aber gleichzeitig erwartet mich da drüben die Dingshölle. Oh, die Rugby-Hölle. Okay, das war's. Das passt. Nicht rutschen. Okay, das passt auch. Bruder. Dass man hier rutscht, ist enorm stressig. Okay. Kann ich hier rein oder komme ich hier nur raus, wenn ich tot bin? Wahrscheinlich das. So. Ist wahrscheinlich so eine Death-Entrance-Röhre. Okay. Auch wieder ein schöner Glitch. Habe ich das gerade gemacht? Hier durch die Decke schießen. Na, egal. Ihr habt es kurz gesehen. Wer es nicht gesehen hat, spult zurück.
kann es nicht nochmal vormachen. So, das ist eine Reset-Tür, oder was ist das? Ja. Aber für was? Also ich meine, wenn ich sterbe, nützt mir die Tür auch nichts. Was kann ich hier versauen? Ah, ich kann die Dinger hier aus dem Sync bringen. Ja, ja, ich verstehe. Die könnten sozusagen schlecht gesynkt sein und dann funktioniert das alles nicht und dann kann man die Teile resetten, was ich ja sogar schon getan habe. Das heißt, wir wüssten jetzt gar nicht, ob sie vorhin gepasst hätten oder nicht. Nein. Schon wieder sowas. Okay, aber die war einfacher. So, Nummer 3. Ich hoffe, wir haben alle. Bisher. Ach Gott. Ach, Bruder. Da ist jetzt halt die... Oh mein Gott, ja. Geil. So, fünfte bitte noch. Ja, wir haben alle. Sehr schön. Wir haben alle, es ist unglaublich. Wir haben alle. Oh, ich will ganz kurz was testen. Ich will gucken, ob es ein verändertes Bonus-Game gibt. Das kann ich jetzt nämlich. Aber ich glaube nicht, weil das hat mit den Leveln ja nichts zu tun und die haben ja hier Level gebaut und nicht einen Hack, ne? Also an sich dürfte es jetzt hier keine große Änderung geben. Kann ich das Timing noch? Nein. Was soll's. So, big enough. Wobei, ich bin jetzt ganz ehrlich, ich glaube, das ist das letzte Level und dann haben wir den Kreis hier geschafft, dann haben wir den Panda-Kopf... abgeschlossen. Das machen wir noch. Wir machen jetzt einen etwas längeren Part. Das machen wir noch. Dann haben wir dafür die Spezialwelt, glaube ich, durch. Also die Spezialwelt von der ersten Welt. Wo komme ich da noch hoch? Ich hätte gern die zweite Blume. Sehr schön. So, und hier sind die Ninjis. Also, sie sehen nicht aus wie Ninjis, aber sie sind Ninjis. So. Jo! Okay, jetzt haben wir alles verloren wieder. Weil die Blume an der denkbar schlechtesten Stelle runtergefallen ist. Aber was soll's. Oh, da oben ist was, was ich brauche. Aber wie soll ich denn jetzt da unten wissen, wo das Ding ist? Okay. Wow. Nee, komm, das ist... Oh, Bruder. Das ist eine fiese Stelle. Da erlaube ich mir auch mal Rewinds. So, wenn ich aber ab jetzt wieder sterbe, dann spiele ich schon nochmal. Dann spiele ich schon nochmal. Ihr habt mein Wort. Aber nicht wegen so einer Stelle. Okay. Also ich meine, ich mache im Prinzip dann Rewinds, wenn ich den Tod nicht so... Ja... designtechnisch fair fand. Ich denke, so kann man das zusammenfassen. So, da oben will ich hoch. Wie? Wie? Ist hier irgendwas, was mich da... Ich meine... Ah, okay. Aber warum... Ich wollte gerade sagen, warum muss ich es unbedingt in die Lücke stellen? Wäre zu witzig gewesen, wenn die Lücke Troll wäre und man wäre dadurch einfach einen Block zu wenig hoch. So, man kann es überall hinstellen, das Springboard. Man stellt es in die Lücke und dann ist es zu wenig hoch. Das wäre lustig. Okay, so, Save State. Wir haben... Wir
haben eine? Nein, habe ich so rewindet, dass ich die Münze da oben nicht gesammelt habe? Ich habe so rewindet, dass ich die Münze da oben nicht gesammelt habe. Das kannst du dir nicht ausdenken, ne? So, jetzt habe ich die Stelle nochmal vollkommen richtig gespielt. Jetzt will ich nichts hören. So spielt man die nämlich eigentlich. So, jetzt muss ich aber nochmal hier durchkommen. Ach Gott, ach Gott. Aber wir sind gleich... Oh mein Gott, das war knapp. Aber wir sind gleich wieder da. Ja. Ja, und jetzt sind wir wieder am Midway. Also wenn ich jetzt nicht, wenn ich jetzt noch sterbe, dann wäre das schon sehr dämlich. Okay. Jetzt haben wir zwei. Gut, dass ich nochmal drauf geguckt habe. So, ne? Und man kann das Springboard ja auch hier hinstellen. Also, dann ist man definitiv oben. Deswegen meinte ich, es wäre eigentlich lustig, das Springboard hier reinzustellen als Troll. Und dann ist man genau eins zu niedrig. Okay, so. Oh, man verliert die Shell, okay. Keine Shell für mich zu mitnehmen hier. Überleg noch, warum das Level Big Enough heißt. Groß genug, um in die Höhle hier reinzukommen? Könnte der Zusammenhang sein. Man ist groß genug, um hier als in die Monty-Höhle mit reinzukommen. So. Ja, aber ich muss sagen, also leveltechnisch sind das schon echt alles schöne Level. Und das ja, man muss ja nochmal sagen, und das ja, das muss man immer wieder dazu sagen, diese Levels sind ja vom Stand, nicht von jetzt, also von 2015, sondern die sind ja von, nee, also sie sind ja von 2015 und jetzt ist ja 2024. Na, also das ist... Das ist, ach so, ich muss aber den Save-State laden, natürlich, so. Das ist, der Dingens hier. Was wollte ich denn sagen? Also, was war denn mein Gedanke, als ich geredet habe? Ich wollte sagen, dass die Level halt nicht aktuell sind. Ah ja, genau, das ist das Niveau, was sie 2015 hatten. Das meinte ich. Das muss man wieder dazu sagen, dass die ja mittlerweile noch schönere Level bauen können. Und aber eben selbst die Level waren schon cool. Na? Warum? Wo hat mich der denn jetzt gekillt? So. Aber ich finde es, ich muss es jetzt mal kurz allgemein sagen, ich weiß ja nicht, wer jetzt diesen Part gerade guckt oder gucken wird, aber ich finde es schön, gewisse Namen wieder in den Kommentaren zu lesen, die man halt bei so anderen Spielen nicht gelesen hat, weil die halt dann scheinbar nicht geguckt worden sind und so weiter. Ist ja auch klar, man kann ja nicht alles gucken und man interessiert sich auch nicht für alles. Na, ist ja alles logisch. So. Ich gehe auch stark davon... Oh mein Gott. Stark davon aus, dass halt wirklich SMW, wenn ich jetzt ein YouTuber wäre, dem es um Klicks gehen würde, was es ja nicht tut, aber dass dann wahrscheinlich SMW einfach mein Hauptkanal Dings sein sollte, weil das halt, ich rede zu viel, weil das halt am meisten geguckt wird. Also wenn ich sozusagen mich um diesen ganzen View-Kram und so weiter kümmern würde, wenn das wirtschaftlich für mich wichtig wäre, müsste ich eigentlich SMW die ganze Zeit bringen. Na, ich habe mich sozusagen noch nicht so weit emanzipiert im Kanal, als dass ich andere Sachen bringen könnte und die kommen auch gut an. Weil, wenn ich jetzt wieder Dings spielen werde, dann Zelda, ne? Echoes of Wisdom, das werde ich auf jeden Fall spielen, das ist ganz klar. Und auch Metroid Prime 4.
Das werden dann wahrscheinlich nicht mehr so viele gucken. So. Wie auch die großen Zelda-Spiele kaum geguckt worden sind. Also, hier, Breath of the Wild und. Wollte ich da schon. Ja, geil. Ich habe zwei Coins nicht. Okay, wir müssen Dinge testen. Ich habe einmal hier so ein Teil gesehen. Das ist für dieses Leben hier. Okay. Muss ich jetzt wirklich alle Röhren hier ausprobieren? Also und jetzt, ab jetzt werde ich natürlich wieder safe staten und dingsen, weil wir haben ja das Ziel ja gesehen. Wir waren ja beim Ziel. Ich meine, eine Coin könnte ich mir hier drüben noch vorstellen. Ja, aber das ist eine. Das ist eine. Dann fehlt immer noch eine. Und die scheint ja nicht beim Ziel zu sein. Oder ist beim Ziel vielleicht noch eine, die ich jetzt nicht gesehen habe? Das wäre noch so eine Hoffnung, aber ich fürchte nicht. So. Also, wenn hier noch eine wäre, dann wäre das cool, aber na, da ist nichts. Nee. Nee, das scrollt auch nicht irgendwie hoch, dass man da irgendwo hin könnte. Nee. Shit. Ja, dann. Oh, da ist doch noch ein Level. Der Panda Switch Palace. Okay. Ja, komm, wir machen jetzt die. Ich habe gesagt, wir machen die Spezialwelt jetzt noch zu Ende. Aber wo habe ich denn jetzt wieder die. Nein! Ich hasse alles. Oh, ich muss. Also, ich muss. Mein Confi-Coin-Game ist noch nicht so gut. Ich hab noch nicht so den Riecher, wo die Dinger sind. Mist. Ja gut, dann müssen wir jetzt wieder alles durchspielen. Ah, dann muss ich hier direkt meine Rewinds wieder rauspacken. Aber wir spielen die Stelle jetzt nochmal ohne Rewinds. Die werden wir hinkriegen. Hat ja vorhin recht gut funktioniert. Also man muss hier drauf, dann muss man hier drauf, dann kommt das da unten genau richtig, dann geht man auf die hier, dann geht man hier hin, dann springt man gleich darüber. Aber das muss man halt wissen. Na? So, wenn man das weiß, ist die Stelle gut machbar. Aber wenn man das nicht weiß, ist man halt erstmal komplett überfordert. So. Sehr gut, sehr gut. Immer in den Rewinds direkt sterben, ist immer perfekt. So, aber jetzt sind wir ja eh, ne? Wir haben das Level ja abgeschlossen. Jetzt staten wir uns ja sowieso durch. Einfach, um schnell noch die Coins zu holen. Ah, warte, wir können ja auch den hier machen jetzt. Warte. Ist das hoch genug? Oder geht es nicht? Hä? Ist das nicht hoch genug? Doch. Oh. Oh, dang it, ich muss groß sein. Dann darf ich jetzt ja nicht mal getroffen werden mit dem Springboard. Naja, das ist zum Glück nicht das Problem, nicht getroffen zu werden. Ich habe nichts gesagt. So, ich habe nichts gesagt. Ich will nichts hören. Okay, da unten ist eh die Blume. Ey, ich lasse mich so oft von dieser Shell treffen, ne? Aber jetzt ist es ja wie gesagt. Also jetzt spiele ich ja sowieso nicht auf Ernst, sondern jetzt geht es ja nur darum, alles nachzuholen. Weil wir halt eine Coin verpasst haben, die ganz am Anfang war. Ha, das war nicht so gut. Ich muss schon. Ich muss schon warten, bis die von links kommen. So. Dann, Bruder.
Nein. Ja. Jetzt kommt der von oben runter. Jawollo. Da unten war das Leben. Das brauchen wir jetzt nicht nochmal. Jetzt müssen wir nur nochmal an das... An die Coin ganz am Ende kommen. Bruder, warum bin ich so unfähig? Manchmal. So. Müssen wir nochmal an die Coin da hinten. Und dann muss ich aber ja nicht mal mehr zurück diesmal. Sondern kann jetzt ja raus. Okay. Jetzt ist die Frage, ist der Switch Palace ein eigenes Level? Oder nicht? Okay, ist kein eigenes Level. What? How did you find my secret Panda Laboratory? Oh, you want to press my switch? Okay, then, but please don't touch anything else. Okay, ich fasse nichts anderes an. Außer die Ranken. Und dich. Und die Seite. Okay, da gehe ich einfach raus. Oder es ist wirklich nur der Switch. Ich hatte jetzt so ein bisschen Bedenken, dass es so ein Warp-Switch ist und man einfach doch noch ein ganzes Level... Warte, wir wollen Switch-Jump machen. Kann ich den noch? 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 First try! Ach man. Okay, reicht dann aber auch. 45 Minuten fühlt sich wieder viel zu lange an. Ja. Mal gucken, was die roten Blöcke uns bringen. Ist dann gar nicht so... verkehrt gewesen, den zu aktivieren, hoffe ich. Okay, Dinge sind passiert. Gut. Sehr interessant auf jeden Fall. Wait, war das schon immer so? Habe ich gerade die Palette geändert? War das wie die Special World, wenn man die Palette ändert? Ja, guck mal, die sind jetzt voll aggro geworden. LOL! Wir haben quasi die Special... Wir haben quasi jetzt die Special World aktiviert, bei der sich die ganzen Sachen ändern. Also die Koopas haben jetzt so Panda-Köpfe und solche Sachen. Ah, ich verstehe. Okay, interessant. Das heißt aber... Oh, das ist jetzt... Jetzt bin ich... Oh. Wenn wir jetzt die Palette von der Overworld ändern, wissen wir nicht mehr, wie es eigentlich ausgesehen hätte. Das ist jetzt nicht so gut, aber... Ja, dann seht ihr jetzt bei mir halt nur noch die Palette der Special World. Na, weil... Wenn ich jetzt hier reingehe, dann könnte es halt sein, dass das eigentlich anders ausgesehen hätte, richtig? Ist doch so, oder? Oder hat die Overworld vorher auch so? Aber ich glaube, die war grün. Die war grüner. Und jetzt haben wir diese Herbst-Overworld. Ja, gut. Ja. Also, falls die anders ausgesehen hat, sorry. Aber wenn man das als erstes machen kann in der ersten Welt, dann macht man das halt. Danke fürs Zuschauen. Nächstes Mal geht's jedenfalls weiter. Und tschüss.